Damit heißt es für die Jungs von Euronix. Boah, auf geht's, ab geht's. Eine Flashbang dabei. Kazuya ist da ausgestattet. Und damit geht's nach vorne. So, Color. Viel, viel Schaden. Aber da brechen sie durch. P250 mit dem Gepäck. Rampus, Krampus. Kann seinen Meter sehr gut protecten. Damit ist Kazuya Hackfleisch. Muss aber die Bombe durchbringen. Oder wartet immer noch einer Richtung kurz. Oh mein Gott. Alter, Hampus. Du meinst jetzt, der weiß das. Der Hinter gegen Snyder. Also, der ehemalige Major-Teilnehmer. Und auch der schon einiges an Erfahrung sammeln konnte. Muss jetzt mal gegen Hampus hier den Kürzeren ziehen. Kann aber das Duell am Ende auch für sich entscheiden. Also, wichtige Sache da für Euronix, direkt im 2 gegen 2 nochmal den Retake zu starten. Jacquinho wartet aber unten Richtung Monster. Kann sein Mate nur schwerfällig das Backup geben. Aber trotzdem kann er die Initiative ergreifen und zumindest das 1 gegen 1 hier rausholen. Oh, da sitzt die Kugel nicht, aber die zweite umso besser. Jacquinho gewinnt das Duell gegen Maki und damit ist das hier das 0 zu 1 für Red Reserve. So. Wieso wird die IM Katowice 2019 gecastet, aber die IM Chicago 2018 nur auf Englisch? Das ist nicht korrekt. Die wird von Marvin gecastet. Der ist doch da. Und Expat spielt, könnt ihr bei Masterplay anschauen. Also bei EPW. Von daher, wenn ihr Bock habt, schaltet einfach mal bei EPW ein, da ist Expert. Das habe ich auch auf Twitter alles verlinkt. Von daher. Lassen wir uns überraschen. Ne? Da könnt ihr beides verfolgen. Also, ich kann das nicht so ganz bestätigen, dass Marvin nicht da ist. Da rede ich doch. So, auf jeden Fall geht's hier durch. Euronix gegen Red Reserve. Weil Marvin sitzt einfach einen Raum weiter. Und ich höre den. Der lebt doch. Ja, der lebt doch. Der lebt doch. Der lebt doch. Ja, der lebt noch, stirbt nicht. Und genau das gleiche geht für Euronix. Geht schnell drauf. So, Red Reserve wieder mit sehr viel Sprit im Tank und mit sehr viel Nitro-Glycerin unterwegs. Zur natürlichen Mischung da den Spot einzunehmen. Ich frag mich gerade, Marvin ist doch da, oder? Der redet doch nebendran. Also, nee. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ein Gerücht. Ja, ein ganz dickes Gerücht. Marvin redet und redet wie ein Wasserfall da drüben. Bei der IEM. Ich höre ihn auch. Das freut mich, Berliner TV. Das geht von Freaks for You bis zu dir in die Wohnung. Welch ein Zufall, ne? So, aber wir konzentrieren uns jetzt auf das Spiel. Und Red Reserve unterwegs gegen Euronix. Auf der Suche nach Runden. Der Offensivpush wird erstmal abgefangen. 0 zu 2 zurzeit das Ergebnis und Red Reserve mit guten Chancen, sich weiter nach vorne zu kämpfen. So, Doppler unterwegs. Ich denk mir immer, Red Reserve ist immer so, auch so die verlassenen Schweden. Ja? Die so aus den Teams, die nicht mehr in den Teams spielen. So, einen Draken und einen Doppler. So, Hampus kettet sich da irgendwie so an. Jo, und Color beendet die Runde. So, gut. Ich wollte mich nur vergewissern, nicht, dass der Tod da drüben im Raum liegt, ne? Der Marvin. Und am Ende. Am Ende der Stream läuft und er hat einen Herzinfarkt oder sowas. Oder ist eingeschlafen. Wer weiß. Ne?
So, meine Freunde, es geht weiter. Euronics kann die erste Runde für sich entscheiden, obwohl da Red Reserve eigentlich sehr gut draufgekommen ist. Bleibt jetzt hier komplett auf den... auf den Akas erstmal. So, Taps CSGO. Die haben doch gerade gecastet. Congratulations, my friends. Welcome to the next round. Ach so, es geht weiter. Ey, ich mache wieder zu viel Kappes. So, auf jeden Fall Euronics unterwegs. Grüße gehen auch an mir mit raus. Und Daniel ist auch wieder da. Mir wird erstmal getriggert, weil Debs Twitch-Partner ist und er immer noch nicht. Komm, alle ein Herz für Mirbit. Mirbit, das wird noch. Irgendwann wird dich Twitch auch akzeptieren. So, es geht auf jeden Fall drauf und damit heißt es für Red Reserve Spot eingenommen. Und Color und Crispy können nur noch safen gehen. Ist natürlich eine sehr wichtige Partie. Wer heute hier gewinnt, ist am morgigen Tage weiterhin dabei. Und darf sich... darf sich hier beglückwünschen und vielleicht ins Close Qualifier ziehen. Wäre natürlich super für Euronics. Vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn man einfach überlegt, dass Euronics halt echt so ein bisschen Dürre hat. Na? Einfach nicht gute Ergebnisse auf dem deutschen Bereich und ja, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit dem sich zu finden. Also, meine Freunde. Es geht weiter. Euronics. Es heißt. Auf geht's, ab geht's. 9999 gegen die rote Reserve. Und damit geht's nach vorne. Also, wieder ein Tempowechsel. Ja, Smoke wird hier von Maki nochmal pünktlich reinkommen. Aber das ist gute Timing da von Hampus. Zerstört alle Träume da weiter in den Raum auch erstmal zu halten. So, Hampus versucht weiterhin den Raum aufzureißen. Damit kann aber das Team nachziehen. Und da stehen sie wieder bereit. Crispy und Color machen da sehr viel Schaden. Können sogar nochmal den Aufbau hier komplett aufs Glatteis legen bei Euronics. Bei Red Reserve. Und damit heißt aber trotzdem hier gegen die Waffengewalt ranzukämpfen. Hampus nochmal mit einem hinterher und dann ist es zu viel. Der Reefer kommt und die Runde vorbei. Snyder kann da nicht mehr beide holen. So, und für Euronics heißt es Augen zu und durch. In der Runde. Irgendwo gesammelt hin. Machen sie hier Richtung kurz. So, Red Reserve zieht erstmal weg. So, die kriegen jetzt noch langsam mit, okay. Euronics versucht irgendwas gemeinsam auszuspielen. So, jetzt hält hier Dorfplan einfach durch. Und dann war's das. Also, die Runde wird abgehalten. Maki kann zwar hier mit seinem Team noch gemeinsam einen rausnehmen. Aber mehr war da auch nicht drin, ne? So. Direkt nachkaufen. Und weiter geht der Spaß. Und wieder der Tempowechsel. Wieder ein schnelles Spiel von mir. Alter, was sieht das Tempo anziehen. Oh, trotzdem, Maki steht da bereit. Setzt den Spraydown an. Ja, kann den Einrichtung kurz becken. Da ist Snyder da. Und damit läuft das hier gut. Also, Maki schnell genug da. Drauf und beendet. Snyder. Zack. Fertig. Also, Red Reserve wird einfach hier nur komplett gegen die Wand fahren.
und vorbei. Mir wird. Du musst nur fest dran glauben, dann wird das auch was. Einfach immer fest dran glauben. Glaub an das Herz der Karten. Glaub an das Deck, das dir dein Großvater geschickt hat. Dein Twitch-Deck. Stream-Deck. Der war so schlecht. Glaub an dein Stream-Deck vom Großvater. Und dann wird das auch was mit dem, mit der Flag. So, auf jeden Fall. Gazir mit der guten Position. Muss aber aufpassen. Der wird hier komplett eingekesselt. Keine Chance, irgendwas zu machen. Color kann ihm auch kein Backup geben wegen der Smoke. So, da kommt der Arm raus. Wird hier aber schon umzingelt. Warten dann noch zu zweit. Das Backup passt auf jeden Fall besser. Guckst aber mit dem Refact. Trotzdem ist Color immer noch am Leben. So, 3 gegen 1 Situation. Also, sie rennen wieder gegen den Aufbau von Auronix, der hier wunderbar funktioniert. Also, mit so einem Setup, dass sie mit 2 Leuten Richtung Toilette stehen. Klappt hier erstmal wunderbar. Aber Draken lebt immer noch. Draken immer noch unterwegs. Die Bombe in den Händen. Drake auf jeden Fall noch machbar. 14 Sekunden. Die Zeit läuft aber gegen ihn. Spieler steht in der Bank. Und das ist natürlich für Maki der perfekte Zeitpunkt, hier zuzuschlagen. Sogar eine Support-Flashbank haben. Also, meine Freunde. Bei Auronix passt hier zumindest das Backup mit der Utility. Und auch zurzeit passen die Runden ganz gut, die man hier gegen Red Reserve holt. Schickt sie damit erstmal in die Eco. So, das geht nach vorne. Zack, 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 zack. Vorbei. Aus und vorbei. Die Runde ist sehr schnell entschieden. Ja, da machst du auch nicht viel. Da rennen einfach alle über kurz rein. Hält Auronix einmal den Strahl gegen. Und vorbei. Jo, netter Headshot nochmal gegen Snyder. Da will er nicht nochmal reinpicken. Jo, Maki. Und da müssen wir noch Draken. Last Man Standing. Rennt in seinen Tod. 4. Runde. Für Auronix. Und damit holt man weiter auf. Das ist der Anschluss. Es geht nach vorne, also. Auronix wieder sehr aggressiv am Ausschließen. Zumindest damit Crispy erstmal. Und wiederum haben sie Maki da komplett durchgeschickt. Also, dieses aggressive Spiel und auf der einen Seite sehr defensive Spiel scheint für Auronix gerade hier komplett im Gameplan aufzugehen. Und Red Reserve überhaupt keinen Fokus nach hinten. Gehen hier auf Contact. Langsam Richtung Talent nach vorne. Schöner Kill da von Disco-Dopplern. So, jetzt muss man aber Gas geben. Maki ist da schon komplett durch. Plus, dass der Crispy sehr schnell hinterherkommen kann. Aber sie kommen Richtung Spot nicht drauf erstmal. Doch, sie sind durchgebrochen. Die Bombe ist aber getroppt. Dadurch, dass Snyder da direkt im Rücken steht, zusammen mit Maki. Bombe muss man trotzdem noch drankommen. Super gemacht von Maki. Crispy hält einfach da ohne Probleme auch die zweite Flanke frei. Und zwar über die Ribbon.
5 zu 5. Also meine Freunde, ESG in der Partie angekommen. Und Red Reserve gerade ohne Antworten. In der Situation, dass sie halt mit 5 Runden ganz gut da stehen. Aber jetzt noch nicht das Traumergebnis. Das ist auf jeden Fall ein gutes Timing. Und da geht die Diggle direkt mal in eine sehr ordentliche Position. Die ihn da die Träume erstmal kaputt machen. Hat die nur eine Waffe? Nur die MP? Nein? Keine andere größere Waffe? Oder ist man einfach nicht übergerannt? Auf jeden Fall Crispy ist da. Und trotzdem scheint die Runde hier gerade sehr teuer zu werden. Die Rifle gibt aber der AWP das Backup. So, versucht ihr einfach reinzuziehen. Die Idee nicht schlecht, die Bombe liegt aber jetzt extrem ungünstig und dann ist Color da. Also, gegen die internationalen Teams, wie zum Beispiel Red Reserve, scheint es hier gerade ganz gut zu funktionieren. So, User Bonus ist natürlich jetzt auch bei Red Reserve langsam im Stand angekommen, der sie jede Runde kaufen lassen könnte. Ob sie das wollen, ist natürlich eine andere Sache. Wie sind sie noch so 2 Runden holen, stehen sie auf jeden Fall ganz gut da. Also 5 Runden ist jetzt kein Weltuntergang. Wenn sie jetzt noch 1 oder 2 Runden holen, ist das auf jeden Fall ein solides Ergebnis. Alles darüber meiner Meinung nach Bonus, den man auch gerne haben würde. So, damit heißt es für Red Reserve, neue Lücke finden gegen ein sehr stabiles Auronix gerade. Und da könnte sich eine Lücke angeboten haben, die wieder mal von Hampus aufgerissen wird. Jo. Passt auf. Und damit bricht man durch bei Red Reserve. Also man hat jetzt endlich mal durch das kleine offensive Spiel, was Auronix hier Richtung Mitte gewagt hat, endlich mal eine Öffnung gefunden. Jo, da ist man auch schon durch. Nummer 2 sitzt ja auch gegen Maki und damit Cooks hält der Runde auf dem Spot. Aber wiederum muss man sich auch einfach bedanken bei Red Reserve, bei den Spielern, die vorne standen und direkt das Offensivspiel von Auronix bestraft haben. Mit die Runde unter Dach und Fach und damit auch die nächste Runde für die Jungs von Red Reserve. 6 zu 6 und da ist doch diese Runde, die man gerne hat. Alles oben drüber gerne als Bonus mitnimmt. Vielleicht auch, schnuppert man da auch nochmal frischen Wind, mehr über die Mitte zu arbeiten. Sie machen es halt wieder sehr kompakt. Diesmal ein über Connector. So da kleinen Wechsel. Und sie checken da oben die Position nicht. Zumindest ist der Refrag, aber der sitzt auch bei den Jungs von Auronix. Da kriegt Color sogar 2. Und dadurch holt er den Vorteil für sein Team. So, damit nur Doppler und Traken. B wartet immer noch Maki. Bombo muss aber erstmal gepickt werden. Das ist noch 1 Minute Zeit. Aber zwischenzeitlich können sie halt überall stehen. Bei Auronix auch die Bombe halten. Deshalb muss man sich hier ein bisschen Zeit nehmen und vielleicht sammeln. Na, soll doch nicht der Fall sein. Also Doppler soll wohl vorher den Raum einnehmen Richtung B. Und zwar Richtung Monster unten. Weil er halt die Bombe picken konnte. Ohne Probleme. Da war bisher ein Spieler. Und das ist Maki, einen sehr guten Off-Engel, wo er auf jeden Fall im Vorteil ist. Jo, aber bei so einem Schuss bist du nicht mehr im Vorteil. Jo, gut gemacht von Doppler. Zwischenzeitlich ist der Spieler aber schon da. Geht rein. Und der Schuss kommt nicht durch die Smoke. Ganz, ganz knappe Geschichte. Draken nur an der AWP. Und was kann der da machen? Wie kann der das ausspielen? Der schießt vorbei und das ist die Runde für Auronix. Also, man kann das
durch einen sehr schnellen Refrag auf den Crispy Richtung Side hier gut unter Kontrolle bringen. Stark gemacht. 7-6. Also, Rotation passt hier auf jeden Fall. Damit gibt es hier noch zwei Runden auf der ersten Hälfte. So, und Oronix auf der CT-Seite natürlich im Zugzwang. Kriegt man hier ein 9-6 hin, schafft es Red Reserve mit ihrem Geld, was sie einigermaßen jetzt oben gehalten haben, nochmal eine Antwort abzuliefern. Vielleicht sogar somit die Chance zu bekommen, die Halbzeit noch für sich zu entscheiden. Das Teil hier war für Jagino perfekt gelaufen. So, in der Mitte ist es zumindest schon mal die erste Öffnung. Also, da Ronix wieder sehr aggressiv nach vorne gegangen. Und am Ende wird das bestraft von gegen Snyder. So, oh mein Gott, Colo hat wieder voll getunnelt. Oh, der kriegt einen Headshot noch. Oh, der versucht nochmal nachzugehen. Das ist dann ein bisschen zu viel. Weil da kommt er jetzt die Mitte nachgezogen in zweiter Richtung Connector. Und schon hast du eigentlich die Runde hier fürs Erste in der Mitte verloren. Ah, nicht so geil. Ah, gutes Backup da von Hampus. Tja, und damit wieder der Seitenwechsel. Es geht nicht Richtung A, es geht Richtung B. Also, da kann man das rotierende Oronix, das in den Rücken fallen wollte, doch sehr flott abhalten. Die Schlecks passen auch. Und damit die Runde fast vorbei. Soll sie auch sein. Also, 7-7. Red Reserve kämpft sich vielleicht hier nochmal in eine Position, die sie in Führung bringt, in Halbzeit Nummer 1. Also, dadurch, dass Oronix jetzt zwei Runden in Folge verloren hat, ist das Geld natürlich etwas knapp bemessen und das könnte für Red Reserve nochmal so ein kleiner Runner sein, den man hier durchschicken kann. So, trotzdem wird Snyder hier zuschlagen. Auf Close Distance natürlich die MP. Nein, immer wieder gefährlich durch diese hohe Feuerrate, aber Traken vor B. Ja, zumindest da den offensiven Marki rausgenommen. Bloß das Traken halt direkt den Fokus auf kurz hat, dass da bloß kein Refrag kommt, bloß keine Raumkontrolle verarbeitet wird. Klar, da wartet Crispy, weil wir ungern dagegen die AWP challengen. Aber er muss jetzt natürlich auch die Initiative ergreifen. Zeitlich ist aber die Bombe bekannt und die geht Richtung B und das kann Snyder jetzt einfach weitergeben mit 19 AP. Und da versucht Crispy jetzt einzugreifen. So, Crispy setzt den ersten. Übertreibt's aber nicht. Er weiß ganz genau, okay, von hinten kann ihm Snyder da perfekt helfen und das scheint hier auch aufzugehen. Fürs Erste 35 Sekunden und die Bombe liegt halt echt gefühlt, um es einfach deutlich auszudrücken, am Arsch der Welt für Red Reserve. Das ist Hampus und das ist Krux. So, 24 Sekunden. Wer hier das Duell für sich entscheiden muss, ist Crispy. So, Flashback kommt rein, verschießt und die Bombe muss gepickt werden. Oder beide Duelle gepickt werden. 15 Sekunden. Schafft man das noch Richtung Side? Dann jetzt aber flott. Einfach nur flott drauf. Und hier muss Snyder nur noch den Plan verhindern. Mehr muss er nicht machen. Und hoffentlich schauen sie Richtung Kurz. Und Crooks kommt gerade von Kurz. Tür ist auf, Spieler ist bekannt. Und dann kommt er nicht mehr auf den Spot drauf. Klar, er sucht nochmal das Duell. Aber zeitlich wird das nicht reichen. Das ist nochmal eine Runde für Oronix. Aber was eine knappe.
Ich hoffe, ihr habt eure Pause genutzt und habt euch ein bisschen entspannt. Und wir starten jetzt gleich mit der zweiten Hälfte zwischen Red Reserve und Allronics. Morgen geht es um 18 Uhr weiter nach dieser Partie. Also wer sich hier qualifiziert jetzt, beziehungsweise die Partie gewinnt, darf morgen weiterspielen auf Chancen für das Close-Qualifier. Ja. Ist immer auf 2 Tage aufgeteilt. Also, alles drin. Aber, meine Freunde, es wird spät. 23.30 Uhr, langsam bricht die Zeit für die Jungs von Allronics an, dass man ins Bettchen muss. So ist der Marki. Der muss doch schön und geschmeidig bleiben. Das heißt, der muss bald mal schlafen gehen. Solange darf ich Red Reserve da aber nicht aufhalten. So, und damit scheint es jetzt weiterzugehen. Also, meine Freunde. Wir gehen hier in die Hälfte Nummer 2. Zwischen Red Reserve und Allronics. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem nächsten. Mit der allerwichtigsten Halbzeit für Allronics. Und zwar für den nächsten Tag in diesem Qualifier. So, und bisher geht es hier etwas zügiger jetzt Richtung Park nach vorne. So, kommt schon direkt die Rotation nach oben. Bisher wartet Aurorix sehr, sehr lange ab. Versucht hier im Doppelpack Richtung Lang die erste Information zu bekommen. Und das Doppelpack Richtung Toilette schlägt hier erstmal zu. Kolo übertreibt sie aber nicht, weil sein Mate gerade nicht dabei ist. Der schaut eher nochmal in den Rücken, dass man da bloß nicht irgendwie überpusht wird. Aber zwischenzeitlich pusht man über Lang durch. Und das ist halt die Lücke, die dann Allronics am Ende auch ausnutzen möchte. Bleibt trotzdem erstmal mit 2 Leuten Richtung Toilette stehen. Und das ist wichtig, aber da rennt man voll in Doppler rein. Das Duell kann man aber für sich entscheiden. 3 gegen 4. Gute Ausgangssituation für die Jungs von Allronics. Aber das wird langsam auseinandergenommen von Crooks und Jackino. Nochmal ein bisschen gegenhalten. Ist es das? Jo, Crooks. Muss jetzt hier das 3K abliefern. Ansonsten kann Crispy das für sein Team hier entscheiden. Und er hat kein Devkit dabei. Ja, und das ist es. Aber die Zeit wird nicht mehr reichen. Also, zeitlich alles gut gespielt. Zeitlich auch alles gut gegangen. Aber tot Crispy. Die wichtige Runde für Allronics. Ne, dieser Marvin Wild da drüben, nur wieder am Schreien. Ne, hört man durch die ganzen Wände. Als wäre der hier allein in dem Stockwerk. Richtig. So, auf jeden Fall neue Runde, neues Glück für die Jungs von Red Reserve. So, und damit geht es Richtung Lang. Da kann Color den ersten setzen. Der spart schon fleißig auf die AWP. Nur eine Pistole dabei. So, natürlich der absolute Vorteil da für Allronics. Ohne die Waffen bei Red Reserve brauchst du da. Kannst du auch mit Epson auf den Gegner schmeißen. Ja, hier, low HP, da hat Kolo keinen Bock drauf. Er hat auch keine Waffe, das heißt, er kann weiterhin da rumfleuchen und versuchen, den Gegner so ein bisschen zu ärgern. Und natürlich auch Geld für seine AWP weitersammeln. Und das gelingt ihm hier mit Bravour, nämlich das sind 2 Pistol Kills und das ist nochmal gutes Bonusgeld, was man mitnehmen kann. Die Frage ist, reicht das am Ende? Jo,
Das wird auf jeden Fall dicke für die AWP reichen. Er hat einen Co-Caster, da redet man automatisch mehr. Läuft bei ihm. So, meine Freunde. Aronix muss gegen die erste Waffenrunde hier von den Jungs aus Schweden bemerkbar machen und ein Ausrufezeichen setzen. Ansonsten könnten die auch sehr schnell wieder rankommen, aber der Vorteil ist trotzdem bei Aronix. Wir dürfen halt nicht vergessen, Aronix hatte jetzt erstens ein gutes Momentum, was sie gegebenenfalls mitnehmen können. Und dadurch können sie Red Reserver noch bei kleinem Geld halten. Aber die Bombe geht hier alleine nach vorne. Das ist natürlich für Doppler die absolute Top-Information. So, da ist man aber immer noch sehr vorsichtig unterwegs. Das darf ich nicht vergessen. Doppler hat eigentlich einen guten Blick. Er ist ja absolut blind, aber Snyder erstmal auch die Bombe hier wieder in sichere Hände der Terroristenseite. So, Abwarten und Tee trinken ist die Devise bei Red Reserve und das wird dann auch belohnt. Ja, okay. 3 gegen 3. Hampus hat einen guten Winkel. Wird nicht gecheckt. Zieht nochmal rein. Macht einen zweiten. Aber wo ist der dritte? Der wurde nicht gesehen. Aber da braucht man sich gar nicht mehr drauf zu konzentrieren, weil da ist man schnell genug in der Rotation da, um den Bereich zuzumachen. Und dadurch holt man hier Runde Nummer 8. Also Red Reserve bleibt weiterhin am Ball. Meine Freunde. Red Reserve. Muss gegen den Pistol Buy von Aronix ankämpfen. Allerdings sieht gut Geld auf die Seite, bis auf Color, der hatte unglaublich viel durch die AWP investiert. So, trotzdem. Ein bisschen Potenzial hat man sogar, was aus der Runde rauszuholen. Man geht auf Contact Richtung Mitte vor, hat noch eine Smoke und 3 Flashbangs. So, und die kann man auf jeden Fall da ordentlich einsetzen gegen das Team von Red Reserve. 1, 2 gute Flashbangs, um auf den Spot drauf zu kommen. Könnt ihr echt den Erfolg bringen. Red Reserve passt ja aber auf und hat sich auch erstens close positioniert und zweitens sehr spät die Smoke geschmissen, dass Doppler sogar noch mal ganz kurz Richtung Lang ein bisschen Aufmerksamkeit ziehen kann und Aronix versucht, die Toilette durchzukommen. So, am Spieler sind sie vorbei. Der erste damit außer Gefecht. Hampus muss aufpassen, geht einmal auf das Spielfeld, dass er da vielleicht die Bombe rausnimmt, aber da wartet noch keiner. Die Bombe wurde in eine komplett andere Position, und zwar Richtung Optimus Prime geplantet. Der Schaden sitzt und damit auch die Runde. Weil da kann Crispy nicht mehr viel machen. Aber man hat die Bombe durchbekommen. Und das ist das, was sich wahrscheinlich Aronix am meisten gewünscht hat. War alles in der Welt. Weil dadurch hat man wieder einen Buy, der dich back in Business bringt. Ja, back in Business. Das ist die große Sache bei Aronix. Man bleibt weiterhin in Führung. Also, das kann man jetzt auch hier wieder versuchen, ein wenig auszubauen. So wie man es geschafft hat, die Hälfte nochmal gut für sich zu entscheiden, ist es hier die Möglichkeit, die Hälfte auch für sich, beziehungsweise die Hälfte Nummer 2 auszubauen. Da hat Aronix noch mehr als genug Kraft und Saft. Und hoffentlich noch mehr als genug Konzentration. Die Hälfte hier runter zu spielen. Und es geht um so viel. Und wie gesagt, ich hatte es am Anfang schon erwähnt,
Man muss halt sagen, dass Aurotics gerade nicht die erfolgreichste Season abgelegt hat. So, auf jeden Fall. Erstmal die Suche. So, Mountain Dew League hat man als 19. abgeschlossen. Das ist schon so ein kleiner Schlag in die Magengrube. Da hat man eigentlich andere Erwartungen. Muss man einfach sagen, auch an Aronix. Das ist ein gutes Line-Up mit viel Erfahrung. Und manchmal braucht man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit. So. Und Aronix macht zwar Schaden in der Runde, aber zu wenig. Und das sind 6 Sekunden, da können sie direkt safen gehen. Die Bombe ist auch unten schon Richtung Monster getroppt. Also, Aronix hat ihre Season in der Mountain Dew League mit 7 Siegen, 9 Niederlagen abgeschlossen. Ja, da dürfen wir mal gespannt sein, wie es für Aronix dann auch in Zukunft weitergeht. So, damit der Ausgleich. Red Reserve, leichten Vorteil. Scout und Deagle dabei, kaum Granaten bei ESG. Es geht über die Mitte und Red Reserve baut wieder sehr, sehr stark fokussiert Richtung B auf. Dafür ein nettes Setup mit der AWP Richtung Lang bei Draken und Doppler alleine in der Mitte. Oh, gutes Timing auf jeden Fall. So, zieht er sich jetzt komplett zurück mit seinem Mate. Super Backup von Draken. Und damit haben die beiden Schweden da ihren Job auch schon erfüllt. Aronix verliert zwei wichtige Schlüsselspieler. Einmal den Spieler in der Mitte und einmal den Spieler, der über lang versucht, den Raum nachträglich einzunehmen. Lässt man sich aber auch sehr leicht aus der Reserve locken. Zumindest hat Maki hier nochmal eine Antwort finden können. Und zwar gegen Draken. Damit die AWP außer Gefecht gesetzt. Die saß da oben mal komplett auf den Boxen drauf. Und damit muss Doppler jetzt versuchen, so viel Schaden wie möglich aus dem Spot rauszuholen. Kreuzfeuer steht. Spieler ist gefallen. Es geht nach vorne. Snyder. Ja, aber das wird schwer. Das wird schwer. Die Bombe ist getroppt. Und dann tut Hampus da noch den Gnadenstoß bringen. Und damit die Runde vorbei. 11:10. Red Reserve geht in Führung. Und das nach einer Hälfte, die von Aronix bisher eigentlich immer angeführt wurde. 8:7 ging für Aronix Halbzeit Nummer 1 aus. Und jetzt ist es Red Reserve, die erstmal am Drücker sind. So, habe ich nicht gesagt, die reguläre Season? Dann tut's mir leid. Ich meine natürlich die reguläre Season. So, und dann bin ich. Das war's. 12:10. Aronix. Weiterhin im Zugzwang. Ja. Ist jetzt die Luft raus. Große Frage. Kleine Antworten werden wir hier wahrscheinlich von Red Reserve bekommen, weil die machen das erstmal sehr verantwortungsvoll, den Sumpf einzunehmen.
dafür überhaupt keine Kontrolle Richtung A. Sondern muss hochgeschoben werden. Und das übernimmt Hampus in dem Moment. Komplett alleine. Aber sie haben den Connector. Und das ist halt eine wichtige Position, die man hier halten kann. Und gewinnt es sie sogar noch am Ende. Jetzt versucht man hier bei Ronix schnell hinterherzukommen. Das Kreuzfeuer steht trotzdem noch. Molotow kommt gut reingeflogen, dass da keiner hinterher pushen kann. Tür ist zu. Und wenn die Tür zu ist, das Zeitfenster auch. Und da lebt immer noch Doppler. Da lebt halt immer noch Doppler. Der wird zwar rausgenommen. Gutes Timing von Hampus. Nimmt die Bombe raus. Und Jack muss einfach nur Richtung Spot aufpassen. Also, das lief überhaupt nicht bei Ronix. Und dann nimmt Jack einfach hier mit dem sauberen, wirklich sauberen 3K die Runde hier komplett auseinander. Zu 10. Und es kommt eine Matchpause. Also, natürlich die Frage, wird die von Auronix gecallt oder haben wir die bei Red Reserve? Ist es Tactical oder ist es Technical? Gehe stark davon aus, dass Auronix sich nochmal ein bisschen was vom Konto abschöpfen möchte. So, weniger Teams sind gut für die MDL. Das ist korrekt. Ich finde halt, die Masse an Teams in der MDL macht es halt qualitativ halt ein bisschen niedriger, ne? Also für 16 Teams ist okay. 18 vielleicht. 16 ist okay. Weil dann spielt auch jedes Team gegen das andere. So sollte es auch sein. Du sollst ja auch gegen alle Teams in der MDL spielen, so wie in der ESL Pro League, ne? So, mir wird der salzig. Ja, der ist doch das größte Salzbergwerk neben Katowitz, was hier rumläuft im Twitch-Chat. Das ist genau das, was ich immer höre. Leider konnte ich mich nicht überzeugen bisher. Von Libet. Ob er denn so salzig ist. Aber Legenden besagen, er ist es. Der heilige Berg hat gesprochen. Und Legenden erzählt Geschichten über Mirbit. Wie ein Phantom im Twitch-Chat. Und er ist es nur, weil er seinen Twitch-Partner nicht bekommt. So. Auf jeden Fall, Draken. Unterwegs mit Nummer 1, Draken mit 2. Also, da wird Lang komplett ausgenommen. Kazuya zumindest hier nochmal flott mit einer Antwort. Aber trotzdem, Red Reserve steht schon bereit für einen Retake. Und das ist eigentlich ein sehr guter Retake. 2 über Lang, weil die Position konnten sie super halten. Sauber gemacht. Und dann ist es nur Kazuya. Also der Retake hier ist eine Formsache. Außer Kazuya dreht hier nochmal komplett am Glücksrad. So, und das war es. Also keine Chance für Kazuya da was zu machen. Sauberer Retake. Kaum Granaten Richtung Lang eingesetzt. Da einfach klassisch die Duelle gewonnen. Und am Ende das Ding für sich entschieden. Genau, da hast du recht. Endlich spielt mal jeder gegen jeden. Also soll es ja auch sein. Also ich fand das immer sehr komisch bei der Mountain Dew League. Oder ich sehe ja Premier. Da ist halt nicht mal jedes Team gegeneinander gespielt hat. Das fand ich unverständlich. Das hat für mich null Sinn gemacht, immer 10 Millionen Teams in die Liga reinzuholen. In die Mountain Dew League. Und dann spielt nicht jeder gegen jeden. Und dann kriegst du vielleicht einen starken Gegner, dann spielst du ja gegen den, der irgendwie bei dir auch in der Tabelle steht. Das ist ein super strange System. Und jetzt einfach mal das Eingrenzen und Abfahrt und jo. Gibt's auch nicht mehr 10 Millionen Plätze oder so. Das ist ein bisschen geordnet und dann ist da Zucht und Ordnung in der MDL, meine Freunde. So, Grüße gehen raus an, wen haben wir denn da? Guten, denen. Und wen haben wir noch? Mir wird es immer noch da, Faven ist da, Joe, was geht? Und Tarsin ist da, Keule. Was geht ab? Jungs, schön, dass ihr da seid. Um hier nochmal für Auronix zu schieren, komm. Da ist noch was drin, Red Reserve wirkt hier gerade stark. Aber ich glaube an den Apfelsaft des Heiligen Crispies. Knusprig.
weiß, wie der Hase läuft. Gegen die rote Reserve. So, Maki findet die Eröffnung. So, der hat auch nochmal Bock, ein bisschen gegenzugehen. So, Rotation ist da. Draken wieder an der AWP. Hampus muss Richtung Lang aufpassen. Und das Timing könnte nicht besser sein, aber Kazuya macht ihn. Und das ist so wichtig. Damit ist die Draken mit dem Rücken in die Wand. Findet hier noch einen, findet den zweiten. Der macht wieder viel, viel Schaden. Und gleicht das Ganze nochmal eine 3 gegen 2 Situation aus. So, aber das sieht nach einer Runde für Euronix aus, die man hier eigentlich solide verteidigen sollte. Die Smokes kamen hier gut rein, damit die Treppe erstmal außer Gefecht und abgeblockt. Und man hat immer noch eine Smoke dabei bei Koloa. Und das Flashback bei Crispy. So, da sitzt nicht mal der Schuss. Und damit könnte Euronix sogar hier 3 Waffen durchbringen. Und das wäre perfekt. Bei diesem ganz, ganz kleinen, bei diesem ganz kleinen Geldstand sollte man auf jeden Fall versuchen, ein bisschen Polster zu haben. Grüß Gott. So. Kaum sind die Leute da und sind im Inneren bei Euronix, geht das hier nach vorne. So. Einmal der Kopf rausgeguckt, Draken. Wieder mit dem Versuch, da seinen Zauberstab spielen zu lassen. Ein Doppler, passt gut auf, keine Möglichkeit, den Refrag zu setzen. Guter Molotow. Warum haben wir den erstmal dicht? Und Doppler ist weg. Trotzdem, da will man schnell durchkommen. Und das geht hier überhaupt nicht auf, weil Draken immer noch die Smoke annimmt. Und da nicht blind ist. Und eigentlich die Idee von Euronix, da durchzugehen, vielleicht gar nicht so verkehrt, um schnell den Überraschungseffekt auszunutzen und die Mitte auch sich für die eigenen zu dürfen. Was hier am Ende nicht funktioniert hat, dadurch auch, dass die AWP nicht blind war. Ey, Tarzan, warte, ich frag das gleich, weil erstmal gucken wir, ob Euronix hier draufkommt und irgendwie nochmal zumindest die dicke, sichere Overtime für Red Reserve hier irgendwie verhindern kann. Zumindest versucht es Kazuya, dann nochmal schnell nach vorne zu kommen. 37 Sekunden, das ist eine 2 gegen 1 Situation und einer wartet im Nest, einer schleicht von hinten rein, er nimmt da einer seine Lieblingswaffen und das ist die AWP, er gibt nur den Anschuss. So, Doppler macht die Tür auf. So, wie weit kann Doppler seine Position dafür geheim halten? Das ist gut gemacht von Kazuya. Er piekt halt nicht Richtung Kurz. Er sucht das Duell gegen den Spieler, der Richtung Graffiti steht und versucht Richtung Wasser zu kommen. Er rechnet jetzt auch langsam, dass ein Spieler von hinten eingreift. Oh, das Timing könnte gut sein. Kazuya mit dem ersten. Und damit muss Draken nach vorne gehen und das Duell suchen. Kann Kazuya das für sich entscheiden? Nein, es ist Draken! Oh, wie knapp! Am Ende. Knappe, knappe Geschichte. Und da ist das Dev-Kit dabei. Und das war's. So. Keule Tarzan. Du weißt Bescheid. Super schlecht. Brades. Na? Ich habe mir das Spiel vorbestellt. Und wir müssen daddeln. Super Smash Brothers steht an. Ab nächsten Monat. Matchpause. Genau. Und ich muss Leute zum Zocken dafür haben. Immer schön mal ein paar Runden. Ich bin bereit. Heiß wie Frittenfett. Um alles zu verkloppen. So, 15 zu 11. Also, Euronix mit einer sehr knappen Runde und Nice Try. Muss man einfach sagen, von Kazuya. Wirklich schön ausgespielt. Und am Ende wird es nicht belohnt. Draken einfach mit einem klitzekleinen Vorteil. Hat ihn dann da auch gesehen. Ist wahrscheinlich. Und ja, dann war es das. So, Doppler. Sehr konfident. Läuft auf jeden Fall. So, dritte hier Knochenregel. 7 in Kraft. Oder tritt hier die Jitko-Regel Nummer 1 komplett in Kraft. Nämlich das pure Gegenteil von Knochenregel 7. Wenn Jitko castet, wird die Knochenregel aufgehoben.
Oh, Berliner TV hat es auch vorbestellt. Geil. Ich bin stolz auf dich. Dick gezockt, Mann. So, dick gezockt wird ja auch bei Euronix. Ah, mit sehr wenig Equipment noch. So, Red Reserve wieder gestackt mit zwei Leuten, beziehungsweise erstmal mit drei Leuten Richtung B. Einer steht hoch, die Flashbang kommt gut rein. Ah, nicht ganz perfekt das Timing für Doppler. Oh, nochmal die Flashbang. Eigentlich gut gemacht, aber da muss dann halt auch der Schuss sitzen. Am Ende der Spray nur gegen Crispy auf 24 HP, Marky auf 67. Da muss jetzt über lang aufpassen, kriegt er direkt ins Bein geschossen. So, aber Hampus ist da, Draken ist da. Hä, wo hat wie Draken da den Schuss gemacht gegen Snyder? Wann hat er den denn gesetzt? Auf jeden Fall 3 gegen 2 Situation. Hampus hält weiter gegen, der ist schnell genug da. Hat er gerade Leck oder so? Ich habe keine Ahnung, hab ich nicht gerafft. So, und das war's. Also, Red Reserve gewinnt das und ist damit eine Runde weiter. Leider schafft es wieder kein deutsches Team, noch einen Tag weiterzukommen, so wie es aussieht. Schade, schade, schade. Aber wir könnten mal gucken. Mal kurz mir das Bracket neu öffnen. Irgendwie ist es zu. Und gucken hier einfach mal rein. So, da ist das Bracket. EU Open Qualifier. Expat spielt noch gegen Existence. Existenz. Also die Schweden. Waren ja mal Spanier. Und da steht es zurzeit 8-7. Also einen deutschen Vertreter hätten wir vielleicht noch. Wenn ihr jetzt noch Bock habt zu schauen, schaut bei EPW vorbei. Die halten euch dann noch auf Trab und auf Laune. Und ansonsten werden wir uns morgen wiedersehen. Morgen geht es weiter mit dem Open Qualifier. Und zwar in der Ausgabe Nummer 3 mit dem Viertelfinale und dem Halbfinale. Das heißt, morgen BO3. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Mal gucken. Vielleicht schafft es der Expat noch und dann wird es gegen Argo gehen. Wäre aber ein Schritt weiter wieder. Ne? Das darfst du halt nicht vergessen. Letztes Mal Expat auch kurz davor, sich zu qualifizieren. Diesmal könnte es klappen. Und von daher lassen wir uns einfach mal überraschen. Also, Daumen sind gedrückt. Und wenn ihr Bock habt, das noch zu schauen, schaut mal bei EPW vorbei. Ansonsten, wer ist morgen noch dabei? The Lions. Das Team rund um NBK ist dabei. Chaos hat sich halt gegen Attex qualifiziert nach einem kleinen Stump. Also, da Ablessen und Co. erfolgreich. XCOM hat sich durchgesetzt. Epsilon ist am Ende gegen Brezina rausgeflogen. Wer zum Teufel ist Brezina? Kingo, Lobanika, okay, cool. So, und Red Reserve ist weiter. Also, wir haben nur noch ein Matchup, was fehlt, und das ist Expat. Und das könnt ihr immer noch verfolgen, wie gesagt, auf EPW. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Einschalten heute und dann sehen wir uns morgen wieder um 18 Uhr. Und wer Bock hat, dabei zu sein, ist herzlich eingeladen. Da bin ich mal gespannt. Haut rein. Bis morgen. Euer Jitko und dann schönen Abend noch und eine gute